Ich begrüße Sie in der Red Bull Arena. Liebe Fußballfreunde, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen VfB Stuttgart. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf dieses Spiel. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er kann wirklich so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Die Freunde der Tradition sind nach wie vor gegen das, was in Leipzig passiert. Aber das Konzept und der Erfolg der Mannschaft ist stimmig, Buschi. Ja, Wolf, man muss diesem Verein Zeit geben. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Sowas kann wachsen, sowas kann sich entwickeln und sowas kann dem Fußball insgesamt durchaus helfen. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Willi Orban spielt mit Mohamed Simakan in der Abwehr. Amadou Haidara steht mit Xaver Schlager im Zentrum. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Im Tor Alexander Nübel. Dann Axel Zagadou spielt mit Waldemar Anton in der Defensive. Und Serhou Guirassy beginnt als einzige echte Spitze. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Silas. Guirassy. Das macht er gut. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Leipzig ist in Rückstand geraten, klar, kann ihnen nicht gefallen. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Der ist nicht drin, gehalten! Klasse Tackling. Guirassy. Die Stuttgarter können über außen kommen. Er holt sich den Ball. Am Ball jetzt Xavi Simons. In der Mitte ist Werner. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Silas Katomba Mvumba. Ja, weg ist der Ball. Amadou Haidara. Dani Olmo. Er schießt. Er geht dazwischen. Klasse Ballgewinn. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus.
unaufhaltsam. Openda. Amadou Aidara. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Leipzig mit dem Ball gewinnen. Und jetzt ein Schuss. Gute Abwehr. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt in der Anspielstation. Daniel. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel in diesem Schuss. Eckball jetzt. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Die Ecke kommt. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Ganz sichere Parade. So, Ecke kommt. Die spielen erstmal raus. Schöner Versuch. Dani Olmo. Chance auf den Ausgleich. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke kommt in den 16er. Amadou Aidara. Den hält er natürlich. Ecke in den Strafraum. Da ist die Chance. Und er hat den Ball. Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Aber jetzt Xavi Simons. Könnte der Ausgleich werden. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Openda. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Er bekommt die Unterstützung. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird es Einwurf geben. Riesenchance.
Super geblockt. Ja, das war gar nicht mal so einfach. Gefahr ist damit vorbei. Das könnte was werden. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der landet beim Torwart. David Raum. Raum. Timo Werner. Da muss er hin und holt sich den Ball. Sie bieten sich an. Da hat er die Chance. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Ah, hier kommt das Tor nochmal. Aus der Drehung getroffen. Das ist technisch wunderbar. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Wichtige Aktion. Diesen Pass holen sie sich. Simmons. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. So, Vorteil nach diesem Foul. Können sie das für sich nutzen? Und jetzt erhalten sie doch den Freistoß. 10 abgepfiffen. Aus dieser Entfernung fast der Treffer. Hat der Keeper nicht mit gerechnet. War ein guter Versuch. Das ist die Chance. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Ecke kommt ins Zentrum. Dani Olmo. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Das ist es vielleicht. Er trifft den Pfosten. Situation erstmal geklärt. Daniel. Das ist Xavi Simons. Und jetzt der Schuss. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance.
der Ballverlust. Werner. Das könnte gefährlich werden. Amadou Haidara. Armball jetzt, Xavi Simons. Gut reingespielt. Sie geben noch nicht auf, das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Zu sehen, wie sie Druck machen. Girassi. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Werner. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. In den Strafraum. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Die Ecke kommt. Wir spielen erstmal raus. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Der ist nicht drin. Kaum zum Glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Xaver Schlager. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Immer wieder schaut er. Wo ist die Lücke? Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Ja, lässt die Szene weiterlaufen. Vorteil. Ist das der Anschlusstreffer? So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Sie verkürzen. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich glaube, da geht noch was. Was will die Abwehr da machen? Setzt sich auf engstem Raum durch, tankt sich durch, unheimlich wildstark. Und der Abschuss ist schlicht und ergreifend perfekt. Leipzig verkürzt auf 1. Das war natürlich ein unheimlich wichtiger Anschlusstreffer. Girassi. Der Ballgewinn jetzt. Ah, da wäre jetzt Platz. Doppelschlag. Das ist der Ausgleich. Wer hätte das vor wenigen Minuten gedacht, als sie mit 2 hinten lagen? Weiß der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualität. Jetzt haben sie ausgeglichen. Setzt sich klasse durch. Ballverlust Werner. Könnte in Konter gehen. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Wahnsinn, er hält ihn. Der geht genau auf den Torhüter.
Girassi. Er gibt den Ballbesitz ab. Werner. Leipzig macht Druck und auch die Fans sind jetzt da. Ball kommt rein. Geht um ein Haar rein. Zentimeter fehlen am Ende. Harter Schuss. Er entscheidet auf Freistoß. Fängt diesen Ball ab. Raum. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Unnötig eigentlich. Girassi. Der landet beim Keeper. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Xaver Schlager! Gute Abwehr. Timo Werner. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Da bekommt er Unterstützung. Amadou Haidara. Er könnte die Führung erzielen. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Ball ist weg. Ein Pass mit viel Auge. Und am Ende kommen sie mit diesem Steilpass dann doch nicht durch. Tolles Zuspiel. Timo Werner. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Girassi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Girassi. Girassi. Silas. Da wäre Platz für einen Konter. Timo Werner. Der Konter war gut, aber der Abschluss, oh, naja, eher nicht. Ja, so ein bisschen hat da die Coolness gefehlt, das Abgezockte. Alexander Nübel. Girassi. Pass kommt gut. Zu früh gestartet. Es geht abseits.
Die Stuttgarter können über außen kommen. Er macht zu. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweiger. Gefahr war da, hätte was werden können, aber macht er ganz sicher. Schlager. Und weiterspielen, hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Sie versuchen es flach. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Klasse Zuspiel. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Sie können klären. Chance zur Führung. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Der Ball kommt rein. Etwas tiefer. Und dann kann das Tor hier fallen. Xaver Schlager. Timo Werner. Pass erneut zu Werner. Tor! Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Silas Katomba Mwumpa. Sie holen sich den Ball. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Das muss auf jeden Fall Freistoß geben. Freistoß kommt in den 16er. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Den fangen Sie ab. Da ist die Chance für Dani Olmo. Dani Olmo! Den Ball hat er. Fängt diesen Ball ab.
sie Erfolg mit diesem frühen Sturm. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabine und dann legen wir hier gleich wieder los. Das war vor der Pause eine absolut überzeugende Leistung, oder Buschi? Zwei Tore hat er schon auf dem Konto, man liegt vorne, also so kann es natürlich weitergehen und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. Das macht er gut. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Dani Olmo, Chance auf den Ausgleich. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich.